Wie funktioniert diese wundervolle Komposition von Körper, Geist und Seele? Welche Kraft führt dazu, dass Wunden sich immer wieder schließen und alles stets nach Heilung strebt? Worin liegt das Glück? Was ist das Ziel unseres Lebens? All diese Fragen trieben unseren heutigen Gast in ein großes Abenteuer. Mehr als 25 Jahre reiste er rund um den Globus zu Heilern, Medizinmännern und Wissenden. Und er fand dort nicht nur Antworten. Die vitale Essenz des Lebens. Hochdosierte Naturmedizin aus der ganzen Welt, jetzt bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Dr. Ingfried Hobert. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Ich sage jetzt bewusst Sie und gleich auch Du, weil ich finde es erstmal höflich, ja, aber du hattest mir gerade im Vorfeld schon das Du angeboten. Und gerade das Thema, was ich anspreche oder was wir heute besprechen, für mich geht es in erster Linie wirklich erstmal um den Menschen dahinter und das Thema Natur, Medizin und Ganzheit. Ja? Ganzheitliche Medizin ist für mich immer das Du. Kannst du das so bestätigen und unterschreiben? Ja, klar. Also es geht ja darum, dass wir eine Ebene haben als Mensch, die wir nicht nur medizinisch und irgendwie fachlich erklären, sondern es geht ja um viel, viel mehr. Deswegen würde ich gerne anfangen. Du nennst dich selbst den Praktiker im Leben. Wie meinst du das? Naja, ich bin tagtäglich herausgefordert, den Menschen auf der Suche nach ihrem Glück, nach Zufriedenheit, nach Gesundheit in irgendeiner Form zu assistieren. Ja. Und ich sehe mich da als Geburtshelfer neuer Ideen, auch als Brückenbauer zwischen Ost und West, zwischen dem traditionellen Heilwissen anderer Kulturen und dem, was die Schulmedizin an wunderbaren Sachen hervorgebracht hat. Und das verbinde ich in meiner Praxis am Steinhöher Meer und habe dabei einen riesigen Spaß. Also ich habe ja schon erwähnt, ne, du bist um die ganze Welt, ich wollte jetzt schon sagen gesegelt, ja. Das fing ja schon sehr früh an, dass das Suchende in dir sozusagen wach war. Was war da der Auslöser, dass du gesagt hast, Mensch, ich mache mich jetzt hier auf die Reise und schau mal hinter die Kulissen, was denn da noch möglich ist? Naja, ich war immer so ein Daktari-Fan. Ich wollte immer gucken, wie sieht es in anderen Kulturen aus? Wie gehen andere Kulturen mit Gesundheit und Krankheit um? Aber am Anfang wollte ich das Ganze auf eine solide Basis stellen und habe dann mit 18 angefangen, Medizin zu studieren und bin schon während des Studiums gereist und habe immer den anderen über die Schulter geschaut. Später habe ich meine Doktorarbeit geschrieben über Darmerkrankungen, habe unter der Landbevölkerung Sri Lankas Stuhlproben gesammelt, um dann damit auch verschiedene Dinge zu beweisen. Und das war mir immer wichtig, zu gucken, was passiert in anderen Ländern, was machen die besser als wir. Und ich nenne das gerne so, eine Zeit lang habe ich mich so als Schamanenjäger gefühlt. Und dann war es aber eher so ein Ethnopicking. Es war gar nicht so sehr dann mehr der Blick auf die Schamanen, sondern was hat die Kultur so insgesamt hervorgebracht? Was haben andere Menschen, denen das Wohl ihrer sozialen Gemeinschaft wirklich am Herzen lag? Was haben die so entdeckt in der Natur? Und wie haben sie sich Unterstützung aus der Natur geholt, um das Leben anderer zu bereichern? Und da bin ich auf ganz spannende Sachen gestoßen und bin natürlich auch über viele Kleinmeister gestolpert, die mich an der Nase rumgeführt haben. Also Scharlatane auch, ja? Ja, aber Menschen, die es auch nicht besser wussten. Und bin mal durch ein afrikanisches Dorf gelaufen, habe in allen Ecken habe ich Sand aufgesammelt, eine Stunde lang. Und er hat dann das in eine Tasse Wasser geschüttet und dann das umgekippt. Und dann haben wir Kaffeesatzlesen gemacht aus diesem Sand, den ich überall gesammelt habe. Oder ein anderes Mal musste ich gegen einen Sack Reis einen Koran durchblättern. Und an einer bestimmten Seite hat er die Hand reingelegt. Nee, Quatsch, er hat es durchgeblättert, ich musste die Hand reinlegen. Und dann hat er einfach die Seite rausgerissen, hat es zusammengefaltet und hat es dann eingenäht in einen kleinen Ledersack. Und den kriegte ich dann an den Oberarm gebunden. Echt? Also ein Juju nennt man das in Gambia. Und ich habe mich dann ganz stolz gefühlt mit dem Juju jetzt. Und alle Leute, denen ich so auch am Strand begegnet bin, die haben gesagt, oh, der hat einen Juju, der ist jetzt unverletzlich. Also wir können da mit der Magie des Geistes ganz spannende Sachen auch bei uns selbst auslösen. Und wie gesagt, da waren spannende und lustige Sachen dabei. Das hatte aber auch immer auch mit deiner derzeitigen Situation zu tun, ne? Das hast du auch recht schnell gemerkt, dass es immer da, wo du gerade im Leben standest, also in deiner persönlichen Entwicklung, dass auch immer genau dort
der Ort, der Mensch natürlich passend auch zu dir kam und du dadurch auch gewachsen bist. Ja, also für mich war ganz früh schon so, frei nach Celestine, höre auf die Zeichen, ne? Folge den Zeichen. Und so bin ich immer diesen Spuren nachgegangen und habe mich von meiner Intuition leiten lassen, hatte nie einen Plan, was passiert. Und ne, so wie wir jetzt gar nicht miteinander gesprochen haben, lass mich einfach überraschen, was du jetzt an Fragen stellst. Und das finde ich einfach am spannendsten. Also am Ende bist du ja irgendwann mal von der Reise zurückgekehrt, hast das alles zusammengepackt. Ne? Wie viel, sag mal, Rezepturen, also du hast ja wirklich auch Rezepturen zusammengestellt, die sozusagen jetzt eben uns auch helfen, in der heutigen Zeit wieder zur Vitalität und wahrer Gesundheit zu kommen letztendlich. Wie viele Rezepturen sind es am Ende geworden? Naja, es ist ja so, dass ich war 5, 6 Jahre im Krankenhaus, habe Intensivmedizin alles gemacht und Notarztwagen gefahren, Chirurgie, so die ganze Palette und habe dann gemerkt in der Zeit, Mensch, die Schulmedizin, die deckt eigentlich nur so einen kleinen Teil des Menschseins ab. Und daraufhin habe ich dann in anderen Kulturen geschaut, wie gehen die mit Gesundheit und Heilung um und habe so aus allen Kulturen gemerkt, Mensch, hier werden diese Wurzeln, die Astragaluswurzel spielt hier eine Rolle, hier die Yamwurzel, da ist es Maca aus Mexiko, ne, hier sind es aus Hawaii, die Enzymfrüchte mit Papaya, mit Ananas. Und das floss so nach und nach so in mein ganzheitsmedizinisches Konzept am Stein oder Meer ein. Und vor 6 Jahren kam ein Team junger Menschen auf mich zu, die sagten, Mensch, wir wollen Ethnomedizin, wir wollen das alte Heilwissen neu entdecken. Und wollen Sie nicht daran mitwirken, uns mal die besten Rezepturen dieses Planeten jetzt mal wirklich auf den Punkt zu bringen? Und für mich war immer so, hier und da und dort das einzusetzen. Aber es wurde zunehmend schwerer, das auch nach Deutschland zu bekommen, um wirklich den Patienten das in reiner, guter Qualität zu geben. Und dann kommen dann aus China komische Packungen aus Indien. Es war für mich immer sehr unbefriedigend, aber anders kam man nicht dran. Und die sagt nun, wir packen ganz viel Geld zusammen und wenn Sie uns die besten Rezepturen definieren, und es sind 35 inzwischen, wenn Sie uns die 35 besten Rezepturen definieren, dann bauen wir das und garantieren es in bester Qualität, ökologisch, vegan, nicht, die ganze Palette und vor allem, und das war mir wichtig, 100% transparent. Es muss klar sein, was drin ist, wie viel davon drin ist und in welchem Extraktionsverhältnis. Mhm. Also wie hoch sind die Extrakte da drin? Weil nur dann wird es wissenschaftlich vergleichbar. Und also letztendlich hat man ja, oder hast du ja diese ganzen Rezepturen jetzt von Wissenden, sag ich jetzt mal, zusammengetragen. Wo wird dann das erstmal auch alles untersucht und studiert und die Wirkkraft und alles untersucht? Also wo macht ihr das? Also das ist ganz erstaunlich. Ich habe einen Bruder, der ist in New York an der Columbia-Universität Professor und der hat mir nochmal mich an einen Zugang erinnert auf die größten Wissenschaftsdatenbanken, die es auf diesem Planeten gibt. Das ist PubMed.gov. Und dort kann man zu jeder Heilpflanze nachschlagen, welche Studien es gibt zu den Inhaltsstoffen dieser Heilpflanze. Und die haben wir alle auf den Prüfstand gestellt, sodass wir also nicht nur wussten, was ist in der Heilpflanze drin, sondern was sind die wirklich wirksamen Bestandteile. Im Ginseng sind es die Ginsenoide, in der Astragaluswurzel die Astragaloide, nicht? Die Vinkaloide in der Ashwagandha-Wurzel. Und dann kann man genau sehen, wie viel Extrakt und in welchem Extraktionsverhältnis muss dieses Extrakt stehen, um dann zum Beispiel bei Burnout einem Menschen wieder durch diese Wurzelkraft Inhalt, Kraft zu geben. Wir nennen das heute Adaptogene, diese Stoffe, die da drin sind. Die helfen, aus dem Stress runterzukommen, Gleichgewicht wiederherzustellen, gerade wenn so eine Adrenalindominanz vorherrscht und man wie ein Esel hinter den Karotten hinterherläuft, sich so durch den Tag peitschen lässt. Da gibt es Wurzeln, die einen stabilisieren. Und wir wissen heute, wie viel davon müssen wir einnehmen, um dann auch einen bestimmten Effekt zu erzielen. Aber so ist ja auch jeder Mensch immer in einer anderen Situation. Das heißt, man kann ja nicht die gleiche Dosis jedem geben, oder? Also ist die Natur so angelegt, dass sie wirklich nur das dir gibt, was du gerade verkraftest und brauchst? Naja, es ist so, das Drama der Schulmedizin ist ja, dass wir durch den Leitlinienkataloge jetzt jeden Patienten irgendwo gleich behandeln. Und in Amerika werden Ärzte schon verklagt, wenn ein Bluthochdruckpatient nicht die und die Blutdruckmittel alle bekommt, die ihm sozusagen zustehen. Und wir in der Ganzheitsmedizin, wir gucken genau drauf, was für ein Gefühl hat der Patient. Nicht? Welchen Beitrag leistet er selbst, indem er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, wie viel einer Substanz
tut mir auch gut. Das heißt, wir tarieren das aus und setzen auf die Mitarbeit des Patienten, wann genug genug ist. Wir haben eine grobe Richtschnur und manchmal müssen wir die Dosis erhöhen, manchmal runter. Aber entscheidend ist, der Patient sagt nach 3 Monaten, das fühlt sich gut an. Das möchte ich jetzt weiternehmen. Oder er sagt, ich brauche mehr davon. Und da gehen wir, das ist ganz wichtig, so die eigene Beobachtung des Patienten. Und dadurch wird es sehr, sehr individuell, diese Form der Ganzheitsmedizin. Was braucht es denn überhaupt als Grundlage? Wir sind ja nun wirklich entfremdet worden, so würde ich es jetzt mal sagen, oder vergiftet worden. Ja? Und dass wir gar nicht mehr oft das Gefühl dafür haben, was denn uns gut tut oder nicht gut tut. Was ist die Grundlage in uns, dass es überhaupt wirken kann? Also die Grundlage ist erstmal, dass wir nicht aus der Angst heraus handeln. Leider arbeiten viele Kollegen, wir sehen jetzt auch gerade bei Corona, was Angst mit den Menschen macht. Und in dem Moment, wo der Patient in ein Angstfeld hinein manövriert wird, ist er führbar und lenkbar. Sehen wir gerade bei Corona, ganz großes Kino, sehen wir es in besonderer Weise. Aber das bedauere ich, dass Teile der Schulmedizin mit der Angst zu stark arbeiten. Und wenn man Angst hat, sucht man einen starken Führer, einen Vater, eine Mutter, Vater Staat, Mutter Angela, die einem dann genau sagen, wo es lang geht. Und diesen Führer können wir nur in uns drin finden. Und so laden wir mit dieser Ganzheits- und Ethnomedizin Menschen ein, auf diese eigene innere Kraft zu vertrauen und sich mehr von dieser inneren Weisheit leiten zu lassen. So wie jedes Symptom, jedes Signal ja auch Ausdruck ist der Weisheit dieses Körpers. Also in Ihrem aktuellen Buch, ja, in diesem tollen, oh, jetzt haben wir es gar nicht da, jetzt merke ich gerade, dass es, wie heißt es noch? Die Ethno-Health Apotheke. Ja, genau. Da steht sogar ein Zitat drin von einem Aborigine, ich glaube ein Medizinmann war das, ne? Gehst du auf die Natur einen Schritt zu, macht sie 2 Schritte auf dich zu. Irgendwie war das doch, ne? Ja, und das ist die neue Medizin, die jetzt am Anfang des 3. Jahrtausends, jetzt nach Corona, auf uns wartet. Nicht? Medizin neu zu denken, die Verantwortung wieder zurückzunehmen. Nicht da draußen ist etwas, was bekämpft werden muss. Da ist nicht ein Virus, auf dem man jetzt Bomben ablädt oder wo man jetzt wartet auf einen Impfstoff oder auf ein Allheilmittel, sondern wir sind eingeladen, unseren eigenen Stellenwert in diesem Gemenge, in dieser Kooperation zu finden. Und wir brauchen eine Koexistenz mit den Viren, mit den Bakterien, mit all diesen Dingen, die da sozusagen als Feinde da draußen gesehen werden, die es gilt zu bekämpfen. Mhm. Nein, wir müssen mit ihnen zusammenleben und wir sind jetzt in dieser neuen Zeit. Ich lasse es mir rüberreichen von einem Geist, ja. Da hat man nur die Hand gesehen. Vielen Dank, das war die schöpferische Hand, die gerade reinflog. Ich halte es mal währenddessen in die Kamera, ja. Entschuldige. Ja, also wir sind in besonderer Weise eingeladen, anzuerkennen, dass Heilung nicht von außen kommt. Heilung ist immer Selbstheilung. Und alle lebenden Prozesse sind in der Lage, Selbstreorganisationsprozesse einzuleiten, sodass der Körper aus einer ganz natürlichen inneren Weisheit immer wieder vom Chaos zur Ordnung strebt. Und das ist ein Faktum. Mhm. Wir können es nur versemmeln. Wir können es versemmeln, indem wir durch ungünstige Ernährung, durch ungünstiges Denken, durch Ängste in einem Feld uns etablieren, das Heilung schwer möglich macht. Und wir als Ganzheitsmediziner wollen den Körper, natürlich Körper, Geist und Seele, als Einheit sehen wollen, aber vor allem daran mitwirken, dass gesunde Prozesse, die in jedem Fall da sind und die funktionieren, dass wir die anregen und verstärken. Und da hat der Schatz der Natur unglaublich viel hervorgebracht. Über die Jahrtausende, über die Zeiten, die verschiedenen Kulturen. Überall waren Menschen, die daran interessiert waren, Dinge zu erforschen. Und jetzt öffnen sich immer mehr Menschen, auch Ärzte öffnen sich immer mehr in unseren Ausbildungen für Naturärzte, für Naturheilverfahren, integrale Medizin, da bilde ich seit 20 Jahren aus. Immer mehr Menschen sind offen für diese neue Medizin, die wieder mehr Ehrfurcht, ne, dieser Schöpfung entgegenbringen, diesen Möglichkeiten, die im Menschsein stecken. Und ich habe immer das Gefühl, die Schulmedizin wird immer arroganter in ihrem Bestreben, genau zu wissen, was für uns gut und richtig ist.
Nicht? Mhm. Auch der Staat scheint genau zu wissen, was für uns gut und richtig ist. Wenn ja, aber auch da sind wir jetzt aufgefordert zu lernen, ja, dass wir uns nicht mehr alles vorplappern lassen. Das hat eben mit dieser Eigenverantwortung zu tun. Ja. Aber wenn man hier oben schon überall vergiftet ist, ja, funktioniert das ja nicht. Ich meine, es ist doch eigentlich ganz logisch. Das weißt du, das weiß ich, das wissen wir eigentlich alle. Die Frage ist, warum setzen wir es nicht um und kommen die bewusste Entscheidung, dass wir sagen, wir handeln jetzt dementsprechend. Woran liegt das? Das ist eine der entscheidenden Schlüsselfragen. Ich glaube, es fehlt die Lust, Leben neu zu denken. Leben neu zu denken. Es fehlt die Einladung, die Begeisterung. Wie könnte sich Leben anfühlen? Stell dir vor, du fährst mit einem Fahrrad mit 2 platten Reifen morgen zur Arbeit. Hm? Dann mühst du dich ziemlich ab und denkst, oh je. Dann gewöhnst du dich aber über die Zeit dran. Und jetzt stell dir vor, wie sich das Fahrradfahren anfühlen würde, wenn du beide Reifen ein bisschen aufpumpst und dann richtig aufpumpst. Ja, aber wenn dann jemand sagt, Peggy, du fährst auf platten Reifen, bin ich ja auch erstmal bedient und sage, nee, wieso? Ja, also das hat ja auch mit einem Schmerz zu tun oder mit einer Art Selbsterkenntnis, eine Illusion, die man gelebt hat letztendlich. Das ist doch, glaube ich, gerade das wie so ein Schattenfeld, um erstmal zuzugeben vor sich selbst. Das ist super schmerzhaft. Wie habe ich gelebt? Ein schmerzhafter Prozess. Aber die Frage ist, will ich weiter gucken, wer ich war? Oder möchte ich gucken, wer ich sein könnte? Und kann ich da eine Lust entwickeln, einen Geschmack, einen Appetit auf der Zunge entwickeln, wie Leben sonst noch aussehen könnte? Bringe ich es fertig, mir die günstigste aller Möglichkeiten vorzustellen, vielleicht vorzufühlen, wie es sich anfühlt, wieder mit 2 aufgepumpten Reifen zu fahren, wie es sich anfühlt, wieder gesund, frei, leicht über eine grüne Wiese zu laufen und dabei ein Juhu-Gefühl zu haben. Aber Ingfried, wie fühlt sich's denn an? Könntest du es jetzt in Worte fassen? Wenn jemand jetzt dazu guckt, sagt ja, wie fühlt sich's denn an, wenn ich gerade in meiner Suppe sitze, kein Geld habe und alles doof läuft? Also ich sehe, dass bei mir, wenn es mir gelingt, dankbar zu sein für das, was ich haben und sein darf, dann öffnet es bei mir was. Da wird was frei und leicht. Da wird was warm und offen. Nicht? Dann und nicht eng. Geht was aus der Enge weg und was Leichtes entsteht. Und ich möchte Menschen helfen, möchte ihnen inspirieren, diesen neuen Gedanken zuzulassen, möglich zu machen, wie sich ein anderer Lebensgeschmack anfühlen könnte und dann einen Appetit entwickeln, einen Synapsenhunger möchte ich es nennen, dass meine Synapsen mich intuitiv dann auch dahin führen. Wenn ich weiß, wie sich der Geschmack einer Erdbeere anfühlt, dann kann ich einen Appetit auf Erdbeere entwickeln und irgendwann kriege ich die Erdbeere. Wenn ich schon mal weiß, wie sich Freiheit und Leichtigkeit, weit warm, offen zu sein, anfühlt, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass meine Synapsen mich intuitiv, meine Zirbeldrüse, eine Richtung für mich findet. Es ist ja auch so, dass wenn wir das einmal lostreten, sage ich jetzt mal, wenn wir einmal loslaufen, ist ja das Leben so, das Leben möchte uns ja in jeder Sekunde auch unterstützen auf unserem Weg. Das heißt, alles, was uns dann begegnet, ist ja auch für uns letztendlich, ja? Absolut. Und auf diesem Wege können wir Rahmenbedingungen schaffen, unter denen Selbstheilung und unter denen Erfüllung leichter gelingen kann. Wir können die Vorbereitung schaffen und dann braucht es eine Gelegenheit, eines Ereignisses, damit es auch in die Realität kommt. Mhm. Du schreibst in deinem Buch von den 5 Elementarkräften, die eigentlich allem zugrunde liegen, ja, und die eigentlich die Grundlage für Heilung sind. Welche sind das? Wir haben das Holzelement, das Feuerelement, Erdelement, Metall und Wasser. Und diese 5 Elemente wollen ausgewogen sein. Und umso ausgewogener sie sind, umso besser kann mein Parasympathikus, mein Vagusnerv, mein Entspannungssystem arbeiten. Und erst wenn meine Entspannung einen gewissen Level hat, erst dann kann ich reflektierend, empathisch, vorausschauend Dinge visionär erdenken und erfühlen. Laufe ich aber in der Adrenalindominanz oder im Angstmuster, das wäre Wasserelement, Vertrauen, Angst, dann bleibt dieser Vorhang geschlossen.
Und das ist das, ich sag mal, Geniale im Moment, wenn auf der Welt die Angst sich in dem Maße weiter ausbreitet, wie es im Moment der Fall ist, sind Menschen lenkbar und sind so im Angstmodus, dass sich die Zirbeldrüse, das dritte Auge, regelrecht, da geht ein Vorhang zu. Man erkennt gar nicht mehr, worum es jetzt eigentlich geht. Genau. Und da fallen unglaublich viele Menschen rein. Und deswegen finde ich es so wichtig, über Meditation, über Atemtechniken immer wieder sich mit sich selbst wieder zu verbinden, um den Kopf aus den Nebelwolken rauszubekommen und klar zu sehen, was passiert hier eigentlich. Also du hast es auch so wunderbar beschrieben. Also wenn man das jetzt mal so überträgt, ja, das machen ja auch weltweit die Heiler so, ja, dass alles innen wie außen, ne, die übertragen das immer auf die nächste Ebene letztendlich. Gerade wenn man sieht, dass jetzt Unsicherheit, Destabilisierung passiert mit den Menschen, braucht es eigentlich jetzt Wurzeln, oder? Viele Wurzeln, die dafür sorgen, dass wir uns wieder erden, stabilisieren. Ja, und gerade die chinesische Medizin hat hier ganz wundervolle Rezepturen hervorgebracht, die helfen, gerade wenn man so in einer Herzunruhe ist, mit viel Denken und viel Grübeln, so im inneren Widerstand ist mit den Dingen, vielleicht nachts viel Schwitzen hat, Schulter-Nacken-Verspannung, Ohrensausen. Es gibt spezielle Rezepturen, die uns helfen, hier die Balance wiederherzustellen, so dass wir dann auch in der Lage sind, mit einer gestärkten Mitte oder mit einer besseren Erdung, wie du auch gerade richtig gesagt hast, wieder den Kopf höher aus den Wolken rauszuheben und klarer zu erkennen, was brauche ich wirklich? Was erwartet mein Körper jetzt von mir? Was kann mir die Natur zusätzlich geben, mich zu unterstützen, damit ich mein biologisches Potenzial auch in der schönstmöglichen Form wie eine schöne Blume zur Entfaltung bringen kann? Und was ist eigentlich diese vitale Essenz, von der du da immer sprichst, ja? Was ist sie genau? Ist das die gute Macht? Ist das das Göttliche in uns, was letztendlich in allem schwingt, dass wir uns mit dem wieder verbinden und dadurch auch Heilung automatisch geschieht, egal was wir gerade zu uns nehmen? Dass das dann schon automatisch passiert, wenn wir in unserer Mitte sind? Ja, wir haben so viele wunderbare Worte in der Menschheitsgeschichte, in allen Kulturen dafür gefunden. Für mich ist es einfach so eine Herzenskraft, die in uns ist, die eigentlich der Boss in unserem Leben sein sollte, nicht? Und der Verstand, das Hirn, sollte eigentlich so eine Werkzeugkiste sein, so ein Diener, nicht? Der uns hilft, auch mit einer gewissen Intelligenz, nicht? Unser Hirn zu benutzen, um auch Dinge geschickt und passend zu machen, aber der Taktgeber sollte eigentlich immer das Herz sein, so dieses Unbenennbare in uns, nicht? Diese innere Weisheit, die mit so etwas ganz Großem in Verbindung steht, dass der Kopf gar nicht so greifen kann. Und ich möchte ihm eigentlich gar nicht so einen Namen geben. Ich möchte es eigentlich als so etwas Unbenennbares stehen lassen. Und in allen Kulturen, egal ob es bei den Kahunas auf Hawaii war, bei den Nankaris im Outback Australiens, bei den Marabus in Zentralafrika, bei den Amchi-Ärzten in Ladakh oder in Tibet, sie alle gehen davon aus, dass es dieses Unbenennbare in uns und um uns herum gibt. Und sie alle haben unterschiedliche Techniken entwickelt, um mit diesen Kräften in Verbindung zu kommen. Und sie alle haben auch Kräuterrezepturen entwickelt, um Rahmenbedingungen zu gestalten, unter denen es leichter wird, mit diesen Kräften in Verbindung zu kommen. Meistens sind es Wurzelkomplexe, also Heilwurzeln. Nicht die Maca-Wurzel aus Mexiko, die Ingwerwurzel aus Arabien. Selbst der Affenbrotbaum, da habe ich auch gestaut. Das kennen nämlich auch viele nicht. Baobab, ja? Ja, Baobab. Ganz toll. Also da war ich so begeistert, weil das kannten früher. Ich kenne das, weil selber bei uns in der Familie ein Gambianer hineingeboren, wollte ich schon sagen, hineingeheiratet wurde oder sich hineingeboren hat. Oder ist egal, ja. Auf jeden Fall habe ich damals schon realisiert, was die eigentlich schon von klein auf mitbekommen. Ich habe mir aber die Frage gestellt, ob das für uns genauso zuträglich ist wie für die Menschen, die dort eigentlich leben. Das hat ja auch einen Grund, warum dort die Pflanze ist und nicht bei uns. Warum können wir nicht hier bleiben und hier alles finden, was wir hier für unsere Breitengrade brauchen? Geht das nicht? Naja, ich würde sagen, die Natur um uns herum schwingt in einem bestimmten Rhythmus und für die Nahrung dient es auf jeden Fall, wenn wir regional essen. Es stärkt unser System, es baut unser Qi, unsere Lebenskraft auf. Aber wenn es darum geht, jetzt Impulse zur Gesundung zu finden, bin ich der Meinung, dass die Extrakte gar nicht von weit genug herkommen können, um uns aus den festgefahrenen Strukturen heraus zu begleiten.
Nicht, ob das dann der Granatapfel ist, der die Herzmuskelkraft stärkt, nicht, ob es das Kurkuma ist, was gegen Entzündungen wirkt, ob es der Baobab ist, der mit seinen Früchten das Immunsystem stärkt. Also wir haben wunderbare, hochdosierte, wirklich richtig hochdosierte Naturmedizin, die uns heute in der Prävention helfen kann und die uns unterstützen kann, wenn es darum geht, ein verlorenes Gleichgewicht wieder zu stabilisieren. Präventiv oder auch therapeutisch. Also im Grunde verändern wir uns dann wirklich, dann werden wir auch wirklich zu diesem Menschen, der wir ja immer, das Göttliche, was wir immer sprechen, ja, wir kommen aus der Enge raus und mit diesen Produkten werden wir ja auch immer weiter im Bewusstseinsfeld letztendlich, ja. Ja, wir können Rahmenbedingungen schaffen, unter denen dann Weiterentwicklung, Verbindung besser gelingen kann und in diesem Kontext dann auch Selbstheilung besser gelingen kann. Und diese Naturmedizin kann besonders dann ihr volles Wirkspektrum entfalten, wenn es uns auch gelingt, Entscheidungen zu treffen. Will ich mit zwei aufgepumpten Reifen fahren? Bin ich bereit, was dafür zu tun? Und bin ich bereit, mich zu entgiften, meine Ernährung umzustellen, täglich zweimal zu meditieren und entsprechend mich mehr auf das zu fokussieren, was eigentlich das wirklich Wesentliche ist hinter diesem scheinbar so wichtigen, dem so vielen, was so wichtig ist. Also ich habe festgestellt, ich habe ja früher auch so sehr viel Nahrungsergänzungsmittel irgendwann angefangen zu nehmen und es wurde immer mehr und irgendwann gab es diesen Punkt, wo es immer weniger wurde, wo ich auch gemerkt habe, dass ich bei bestimmten Produkten gar nicht mehr drauf anspringe, dass mir das gar nichts mehr bringt. Ich habe die dann stehen lassen, vergessen und dachte, es hat doch auch einen Grund, warum ich das jetzt nicht mehr brauche. Und es wurde weniger und weniger. Woran liegt das, dass man da auch letztendlich sich immer wieder verändert? Na, ich glaube, es gibt schon so eine intuitive Weisheit. Wir wissen auch bei der Schulmedizin, im Magazin Nature kam jetzt raus, dass 1 von 4 Medikamenten, der am meisten verschriebenen Medikamente weltweit, 3 von 4 Medikamenten nicht wirken. Nur 1 von 4 wirkt. Eine andere Studie bringt sogar raus, dass nur 1 von 25 wirkt. Und gleichzeitig hat man festgestellt, dass 2/3 aller Patienten eine miserable Compliance hat. Das heißt, sie setzen bereits nach einer Woche das gekaufte Medikament wieder ab. Das heißt, es scheint doch global so etwas wie eine Intuition, eine intuitive Welle zu geben, wo man doch schon merkt, irgendwas stimmt hier nicht mit dem, was ich mache. Weil wenn ein Symptom weg ist, bin ich deswegen nicht glücklicher. Ich bin nicht erfüllter. Ich bin deswegen nicht heiler oder gesünder, nur weil ein Symptom für einen Moment unterdrückt ist. Und so habe ich auch das Gefühl, dass bei den Natur-Nahrungsergänzungsmitteln, die ja extrem niedrig dosiert nur zugelassen sind, das ist so, es ist wunderbar, was in den Internetportalen darüber geschrieben wird, über die Heilpflanzen. Das ist auch alles so richtig. Aber wenn man sich dann die Menge anguckt, die nötig ist, um das einzunehmen, müsste man von den meisten Medikamenten, ich will immer sagen Medikament als Arzt, seht's mir nach, es sind Kräuterrezepturen. Man müsste eigentlich bei vielen eine Packung pro Tag nehmen, um den wissenschaftlich notwendigen Gehalt zu haben, auch an Extrakten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein wacher, intuitiver Mensch wie du sehr gut spürt, dass diese kleinen Mengen nicht wirklich was bringen. Und diese Ethnoheads. Manche waren auch zu grobstofflich und so. Ich habe das so empfunden, als wäre es für mich gerade nicht stimmig. Ne? Und viele hören dann aber nicht auf sich selbst, sondern sie hören auf das, was jemand sagt und ballern sich das rein, obwohl es der Körper gar nicht braucht oder auch gar nicht das irgendwie verwenden kann. Ja. Nicht? Und Ethnohealth, der Gedanke hinter Ethnohealth ist, eine Medizin in die Welt zu tragen, die auf das alte Heilwissen setzt, aber genauso den Menschen inspiriert, einlädt, motiviert, an seinen Rahmenbedingungen zu arbeiten und dann aber ein eigenes Gefühl zu entwickeln. Nicht? Kein Arzt, sei der weiße Kittel auch noch so lang, kann sagen, was für dich jetzt das Allerbeste ist. Es geht einfach nicht. Und du bist aber heute aufgefordert, selbst ein Gefühl dafür zu entwickeln, dient mir diese Arznei, diese Kräuterrezeptur? Muss ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger nehmen? Wir können nicht darauf setzen, dass da draußen jemand ist, der uns genau sagt, was zu tun ist. Aber wir können es anbieten, damit zu experimentieren. Und ich sehe ja dann im Labor, gehen Laborwerte, also Entzündungswerte runter, geht beim Diabeteskomplex der Zuckerspiegel runter, beim Rheumakomplex gehen die Rheumaentzündungswerte runter, beim Blutdruckkomplex gehen die Blutdruckwerte runter. Wir sehen ja, was passiert.
Und ich bin teilweise erschrocken, nicht? Wirklich erschrocken, wenn ich sehe, was uns hier vorenthalten wird. Wie Menschen auf Cortison, auf MTX, auf Beta-Blocker plötzlich verzichten können, weil sie ihr Leben auf eine neue Ebene stellen, bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, bereit sind, neue Gedanken zu denken, ihr Leben auf eine neue Ebene zu stellen und sich dann mit guter Nahrung und guter Naturmedizin versorgen. Hast du eine Wurzel gefunden oder eine Beere oder eine Alge oder irgendetwas, die das Selbstbewusstsein stärkt, die Menschen so in sich hineinfallen lässt, ja, oder das unterstützt, dass es vielleicht eine magische Pflanze auf diesem Planeten gibt, die uns hilft, das da endlich aufzuwachen und zu kapieren, dass wir die Schöpfer unserer Erfahrungswelt sind, ja, dass wir verantwortlich sind für das, wie es uns geht? Also es ist so, du sprichst jetzt so eine tiefe Sehnsucht von mir an. Also diese 35 Jahre, die ich reise, suche ich eigentlich nach dem Baum des Lebens. Ja, ne? Schon in der Bibel genau, so erwähnt wurde. Das habe ich so ein Gefühl, das stimmt. Ne? Dieser eigentliche Lebensbaum. Und es gibt tatsächlich ein paar Kräuter, wo ich immer wieder fasziniert bin. Nicht? Also wir haben in der indischen, in der ayurvedischen Medizin drei Heilbeeren. Das ist eine Mischung, eine Rezeptur, die nennt sich Ayurveda Balance, die drei Doshas ausgleicht, die uns immer wieder hilft, schneller in diese Mitte reinzukommen, leichter in Meditation einzutauchen. Wir haben einen Wurzelkomplex, der uns hilft, besser geerdet zu sein. Nicht? Durch Wurzel, hochdosierte Wurzelextrakte. Da steht im Mittelpunkt die Ashwagandha-Pflanze, auch wieder aus dem Ayurvedischen, aber auch die Astragalus-Wurzel aus China. Mhm. Und wir haben eine chinesische Rezeptur, die so ein Geheimtipp ist. Das ist Sisyphus 9. Die Sisyphus-Wurzel ist eine alte Rezeptur, über 500 Jahre alt, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, zur Stärkung der Mitte. Und die Mitte, das ist dieser Teil in uns, der auf körperlicher Ebene Klares und Trübes trennt. Also das Trübe wird besser ausgeschieden, das Klare wird assimiliert. Mhm. Und auf geistig-spiritueller Ebene lässt uns diese Wurzel Klares und Trübes im Sinne von Wahrheit und Täuschung unterscheiden, besser trennen. Mhm. Das heißt, wir werden intuitiver, reflektierender, empathischer für uns selbst, vorausschauender. Und diese Wurzelrezeptur ist einer der vielen Knaller, die man so gerade in der chinesischen Medizin hat. Weil die chinesische Medizin, da gucken wir auf 5000 Jahre zurück. Menschen, die Wahnsinn. Beobachtet haben, weitergegeben haben, das, was funktioniert, und außen Bords geworfen haben, was nicht funktioniert hat. Und du hast das auch alles selbst probiert, ne? Unterwegs. Alles. Also du hast alles einmal, also du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Kann man das sagen? Naja, zumindest im physischen Sinne habe ich sie oben reingesteckt und geguckt, ja, aber was macht das ist doch mir? Eigentlich, da kommt doch der Spruch vielleicht her, oder? Dass man eigentlich alles wirklich, wir haben doch alles, wir sind doch im Paradies, oder? Naja, wir müssten eigentlich den ganzen Tag lachend und tanzend durch das Leben gehen und aus dem Glückspilzbewusstsein, nicht? Jeden Schritt machen, was bin ich für ein Glückspilz, hier in dieser Form haben und sein zu dürfen. Und das ist auch ein Aspekt der Gesundheit, aus dieser Perspektive, durch dieses Fenster auf das Leben zu gucken. Heißt Gesundheit Abwesenheit von Krankheit oder ist Krankheit, sage ich jetzt einfach nur mal das falsche Wort, sondern wir sind aus unserer Mitte herausgefallen und auch das dient uns auf irgendeiner Ebene zu wachsen. Weil hätten wir das nicht, würden wir uns nicht verändern, nicht bewegen und auch als Menschheit nicht vorankommen. Immer, immer. Also jedes Krankheitssignal, jedes Symptom ist immer eine Botschaft aus der Weisheit unseres Systems, wo wir eingeflochten sind an ein großes Ganzes und eingeladen sind, hinzuschauen. Was hat es mit mir zu tun? Inwiefern, ganz im Sinne von Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke, nicht? Was ist die Botschaft dahinter? Und gleichzeitig bin ich eingeladen, da jetzt auch wirklich hinzugucken und einen Schritt der Veränderung zu machen. Und viele Menschen haben entweder nicht die Idee, was sich verändern muss. Auch hierfür gibt es Kräuterrezepturen, wie wir eben schon sagten, um wacher und klarer die Dinge erkennen zu können. Andere haben die Idee, aber haben einfach die körperliche Kraft nicht. Weil das Burnout, die Erschöpfung... Muss auch erstmal wieder aufgetankt werden. Erstmal. Genau, im Chinesischen sprechen wir von der Yin-Schwäche, das Nian-Yin ist geschwächt. Und da gibt es dann auch wieder Rezepturen. Ich an Remanja 6, Shisandra 13 denke, alte chinesische Rezepturen, die so das Urgefühl, die Urkraft, auch die weibliche Urkraft wieder
anheizen können, um aus einem stärkeren inneren Potenzial heraus agieren zu können. Weil die beste Idee nützt nichts, wenn ich die körperliche Kraft gar nicht habe, den nächsten Schritt zu tun, einen Arbeitsplatz zu wechseln, mich zu trennen oder dieses und jenes zu verändern. Wenn die Körperkraft nicht da ist, nützt mir die beste Idee nichts. Aber so ist es doch letztendlich mit allen Dingen. Jeder Mensch hat ja seine eigene, ja seine freie Wahl letztendlich zu entscheiden, wie er leben will. Und viele sind eben auch noch in dem Modus, es dient eben noch. Leid, Mangel, Schmerz dient ja irgendwo noch. Ja. Ne? Und ich glaube, wir müssen eben auch dahin schauen und sagen, es ist eben auch jedem selbst überlassen. Ja, nur dass wir uns nicht mehr anstecken lassen von diesen manipulativen und ne, dieses gierige Machtgetue und Geldrafferei und weiß der Geier was, weil am Ende bleibt der Mensch hinten über. Ja. Deswegen ist so die Stärkung der Mitte für mich eins der Kernelemente der Medizin. Und daher kommt ja auch das Wort Medizin. Nicht? Die Ärzte der früheren Zeit hatten in erster Linie das Ziel, dem Menschen zu helfen, seine verloren gegangene Mitte wiederzufinden. Nicht? Auch die Meditation, die Mitte, es dreht sich alles um die Mitte, auch beim Remedy, zurück zur Mitte. Es geht immer wieder darum, die Mitte zu finden, zu stabilisieren. Und aus dieser Mitte heraus, das ist wie so ein Raum in uns, der ganz und heil ist, der grenzenlos ist. Und mit diesem Raum in Verbindung zu treten, hier Türen zu öffnen, ermöglicht es uns, neue Ideen zu schöpfen und Leben dann auch neu zu denken. Und hier kann man das Beste aus zwei Welten zusammenführen und Schulmediziner sein und gleichzeitig als Ganzheitsmediziner auch das Beste aus den anderen Kulturen mit integrieren, sodass das Ganze wirklich wie eine smarte Medizin wird. Eine smarte Medizin, die das Beste aus den Welten zusammenführt und dabei aber eine wissenschaftliche Grundlage hat. Und jedes dieser Heilkräuter ist wissenschaftlich fundiert. Und ich finde es unglaublich unfair, wenn die Regierung sagt, da ist ein Virus und wir haben nichts dagegen. Wir lernen schon im zweiten Semester als Medizinstudenten, lernen wir, dass es ein Immunsystem gibt und dass ich mich so verhalten kann und stärke es. Und wenn ich mich so verhalte, schwäche ich es. Wenn ich Zink, Vitamin C nehme, stärke ich es. Wenn ich Vitamin D hochdosiert nehme, stärke ich es nachweislich. Ich sehe es ja tagtäglich, wie Laborwerte dann hochgehen, Entzündungsparameter runtergehen. Ich sehe tagtäglich seit 35 Jahren, wie mein Immunsystem stärken und schwächen kann. Und ich finde es sehr unverfroren, aufzutreten und zu sagen, wir haben nichts. Jeder kann sein Leben so steuern, dass er ohne Maske und ohne Einschränkungen durch den Alltag gehen kann. Na, zumindest muss es nicht immer auch eine Frage des Geldes sein, wie viele jetzt wieder argumentieren würden, sondern man kann mit ganz kleinen Dingen anfangen. Ja. Also was Kneipp hervorgebracht hat über kaltes Duschen, über die Wechselbäder. Wenn Fieber auftritt, dann können wir mit Lindenblütentee, mit heißem Holundersaft, wir können so viel machen. Und ist das Fieber auf einer gewissen Höhe, werden Viren abgetötet. Das haben wir im Studium gelernt. Ja, Oma hat schon erzählt. Aber da sind wir wieder am Punkt. Haben wir wirklich was verstanden aus der Vergangenheit und lernen wir auch durch die Erfahrungen und Erkenntnisse von anderen? Sind wir in der Lage zuzuhören, anzunehmen? Also wenn ich meine Kollegen sehe, muss ich sagen, ja, es öffnet sich in rasender Geschwindigkeit jetzt die Ohren der Ärzte, die sich von uns ausbilden lassen in Naturheilverfahren, in integraler Medizin. Und die Zahl der Naturheilärzte steigt rasant. Und ich denke, dass hier ein neues Zeitalter begonnen hat, wo man sich nicht mehr von der Pharmazie so sehr manipulieren lässt, wie es im Moment noch passiert. Und die Nebenwirkungen der chemischen Medikamente haben inzwischen einen Punkt erreicht, wo wir wirklich die Frage stellen, ist nicht der Schaden inzwischen der Kollateralschaden? Haben Sie ja jetzt gerade wieder erlebt, die Kollateralschäden sind unüberschaubar. Dramen in den Familien, Kindern, die viereckige Augen bekommen haben mit sozialen Schäden, ist ein Riesenthema, das man sich hier betrachten kann. Und so ähnlich sind die Kollateralschäden auch. Und wir sehen, wo es hinführt in einer Kultur wie Amerika. Die Amerikaner machen 5% der Weltbevölkerung aus. Und diese 5% verbrauchen 50% aller auf diesem Planeten produzierten Medikamente. Und 70% aller verschreibungspflichtigen Schmerzmittel. Wir sehen, wo Schulmedizin hinführt. Und wir sind auf dem besten Weg, es den Amerikanern gleich zu machen. Und als Arzt wird man verklagt, wenn man es nicht in der Form verschreibt, wie es die Pharmaziefirmen mit ihren Außenstellen in der Politik eben durchsetzen.
Und wir erleben Ähnliches in der Nahrungsmittelindustrie. Wir hätten, es wäre ein leichtes, wenn dem Staat unsere Gesundheit wirklich am Herzen liegen würde, dann würde er solche Sachen wie Glyphosat nicht verlängern, wieder einsetzen, wieder 2 Jahre möglich machen. Er würde nicht zulassen, dass die Nahrungsmittelindustrie die Grenzwerte festlegt für die Zusatzstoffe, die in Nahrungsmitteln kommen. Er würde nicht zulassen, dass diese Unmengen an Zucker überall reingemischt werden dürfen, wo alle Studien eine eindeutige Sprache sprechen. Der Staat ist hier nicht an unserem Wohl interessiert, das muss man ganz klar sagen, sonst wären seine Handlungen andere. Genau, und aber wir sind auch oft nicht an unserem eigenen Wohlstand interessiert, sonst wären unsere Handlungen auch andere. Es sind auch wieder Projektionen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, es geht darum, so wie wenn man immer sagt, ja, ich demonstriere gegen etwas. Wir haben jetzt so lange geredet, ja, und wir beobachten immer wieder, was nicht gut läuft. Ich glaube, dass wir mit dieser Sendung heute einen Unterschied gemacht haben. Und weißt du warum? Weil du als Mensch wirkst. Und nicht, weil du überzeugen willst, sondern weil du das bist, was du bist. Und das ist wie in Harmonie mit dem, also für mich bist du ein uralter Schamane, der in diesem Leben alles Wissen zusammengetragen hat. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich hätte das auch gern gemacht. Aber umso mehr freue ich mich, dass es Menschen wie dich gibt. Du bist ein Vorreiter. Und danke dafür, dass es dich gibt und dass du uns heute teilhaben ließest an deiner Lebensreise und vor allem an der Wahrheit. Danke. Ja, ich danke dir für deine Offenheit. Ich bin sprachlos. Ich halte das jetzt einfach hier rein. Ja? Die besten Heilpflanzenrezepturen unserer Erde. Manchmal braucht es keine Worte mehr, sondern einfach nur noch das Sein. Tschüss und bis bald.